mal kurz, ich bin in der Apotheke. Können Sie mir mal bitte ganz schnell ein Schmerzmittel geben? Gegen welche Art von Schmerzen soll es denn sein? Mensch, muss ich denn jetzt hier noch einen Fragebogen ausfüllen? Boah, jetzt meinen die hier noch, ich bin in der Quizshow, ich weiß auch nicht, was das soll. Es wäre mir schon lieber, wenn ich Ihnen ein geeignetes Mittel geben könnte. Nun geben Sie mir einfach das Stärkste, was Sie haben, kann ja nicht so schwer sein. Hallo. Ich muss Ihnen das jetzt mal erzählen. Als ich gestern mit meinem Hund im Park Gassi gegangen bin, da habe ich meine Nachbarin getroffen. Und da habe ich mir gedacht, geh doch einfach mal zur Apotheke. Und was genau kann ich jetzt für Sie tun? Ach so, hatte ich das noch gar nicht erzählt. Und deshalb weiß ich jetzt überhaupt nicht, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht? Es gibt nur wenige Fälle, in denen Impfen nicht die richtige Lösung ist. Ja, aber mein Nachbar, der hat doch gesagt, hallo, ich brauche etwas gegen meine trockene Nase. Bekommen Sie durch die Nase gut Luft oder geht es nur um das trockene Gefühl auf der Nasenschleimhaut? Nein, meine Nase ist nur trocken und verkrustet. Da empfehle ich Ihnen diese Nasensalbe hier. Die bindet die Luftfeuchtigkeit und hält Ihre Nase die ganze Nacht gut befeuchtet. Und warum geben Sie mir hier nicht die hier einfach? Die habe ich sonst immer und die hilft mir auch immer.